Berechne Limes h gegen 0, 2 h hoch 2 plus 3 h hoch 3 durch h hoch 3 minus h hoch 2. So, in diesem Falle müssen wir hier wieder geschickt erweitern, weil wenn wir h gleich 0 einsetzen, steht hier 0 plus 0 durch 0 minus 0, also ein Ausdruck der Form 0 durch 0, und der ist ja verboten. Und geschickterweise erweitern wir hier mit 1 durch h hoch 2, das ist die geringste Potenz vom h, die hier vorkommt. Und dann erhalten wir Limes h gegen 0. Von 2h² durch h² plus 3h hoch 3 durch h² durch h hoch 3 durch h² minus h² durch h². So, und jetzt kommt der entscheidende Schritt, dass wir nämlich das h kürzen können. Das heißt, hier fällt das h komplett weg und wir erhalten Limes h gegen 0 von 2 plus 3h dividiert durch, hier bleibt das h übrig und hier eine minus 1. So, in diesem Falle darf ich für h gleich 0 einsetzen und wir erhalten 2 plus 3 mal 0 durch 0 minus 1 und das ergibt minus 2.